Hey Leute, hier ist wieder euer Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Pokémon Schwert und Schild. Wir befinden uns auf der Insel der Rüstung direkt am Bahnhof, dort wo ihr landet, wenn ihr den DLC das erste Mal startet sozusagen und hier herreist. Heute dreht sich alles um die Entwicklung von Phlegmon, wie ihr das macht, wie ihr das hinbekommt und das ist eigentlich relativ einfach, denn wir müssen erstmal hier hinten auf diese Insel, die wir hier in der Ferne sehen, mit diesem, ich sag mal, aus Felsen geformten Torbogen. Dazu nehmt ihr einfach euer Bike und radet fröhlich erstmal drauf los, immer bis zu dieser Insel. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr in diesem Video. Deswegen bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Viel, viel Spaß! So, liebe Leute, da sind wir auf der Insel angekommen und hier steht diese junge Dame und das ist nämlich wichtig. Mit der müssen wir nämlich einmal sprechen. Sie grinst uns fröhlich an und sie sagt uns hier was Schönes. Wusstest du, dass man Galanus-Zweige zu einem hübschen Armreif flechten kann? Wenn du mir 8 Galanus-Zweige bringst, flechte ich dir daraus einen Galanus-Reif. Das machen wir und sie sagt uns natürlich, wenn ihr noch nicht diese habt, dass wir die finden müssen, aber das ist nicht schwer, wir finden sie so gut wie überall, du musst einfach nur die Augen nach ihnen offen halten. Gesagt, getan, dementsprechend zeige ich euch einmal, wo ihr diese findet. Das ist wirklich relativ einfach. Ihr findet die Galanus-Zweige unter Bäumen und da müsst ihr einfach überall unter jeglichem Baum gucken, den ihr auf der Insel der Rüstung findet. Ihr findet dort auch Mini-Pilze, Lauch, Luxusapfel, alles mögliche, aber wie ihr seht hier eben auch ab und an den Galanus-Zweig und davon braucht ihr, wie eben gesagt, 8 Stück. Habt ihr dann endlich alle 8 Zweige zusammen, dann geht's wieder zurück, einmal Richtung Bahnhof, um wieder zur Insel zu fahren. Wir erhalten daraufhin einen Galanus-Reif. Ein Armreif, der aus Galanus-Zweigen geworben wird. Galar-Phlegmon freuen sich, wenn sie diesen anlegen dürfen. Und damit wissen wir, was wir dementsprechend tun müssen. Ihr braucht natürlich logischerweise ein Phlegmon und müsst dem dieses dann anlegen. Der Galanus-Reif befindet sich in eurer Trainingstasche. Wählt ihn aus, einsetzen und ihr seht es schon hier, Phlegmon, können wir ihn anwenden. Und voilà. Na nu, Phlegmon entwickelt sich. Glückwunsch, dein Phlegmon hat sich zu einem Lamus entwickelt. Lamus ist ein Symbiose-Pokémon des Typ Gift und Psycho, packt es die Zunge des festgebissenen Mushas, feuert dieses eine hochgiftige Flüssigkeit aus der Spitze seiner Spiralmuschel ab. Somit habt ihr Lamus in der Galar-Form. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, hat euch gefallen. Wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, ihr kennt das ja. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.